Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal als Reiter. Wir sind in Folge 230 von Avorion und wie ihr seht, wird zurzeit die Spritquelle angegriffen und ich kann da jetzt gerade nicht so viel tun, weil dieses Schiff, was hier im Sektor mit ist, auch nicht so der Bringer ist. Ich bin da mal hingesprungen, weil diese Meldung eben kam und würde jetzt einfach ins Baumenü mal schauen und ob wir da irgendwas haben, was effektiv da mal gerade eingebaut werden kann, ne? Weil das Maschinengewehr, was hier drauf ist, das ist jetzt nicht so der Bringer. Aber das meiste wird wahrscheinlich gar nicht hier dran ergehen, weil zu gut ist, ne? Also er ist ja vor allem hier zum Abbauen, ne? Das ist das Problem. Was sagt er denn, wenn ich den jetzt hier hin... Ach, da geht doch Titan. Ach, das ist ein Bergbauer. Was sagt er denn? Ah, da sind hier schon Orgonit. Xanion, was haben wir denn noch? Naonit. Können wir Naonit aufbauen? Auch nicht. Aber Titan würde gehen, ne? So, nicht genug Slots sind jetzt angesagt. Dreifach Maschinengeschützturm. Entfernen. Geht der dahin? Ja. Feuerstoß. Und was macht er jetzt? Oh, das ist nicht schlecht. Wo ist das Kampffeld? Gucken wir uns das doch mal an, oder? Okay, ich wollte gerade sagen, der steuert gar nicht, aber tut er doch. Aber ganz schlecht. So, dann mal gucken, ob wir einen in den Fokus kriegen und okay, ich glaube, da kriegen wir sogar was runter von dem. Da ist er auch schon kaputt. Wo sind die anderen? Hier. Oh, da sind mehr geworden. Zu weit weg, sagt er. Warum sind das jetzt so viele? Da ist noch einer. Okay. Die gehen alle auf das Dingens und ich kann ganz in Ruhe die anderen kaputt machen hier. So, der ist auch Schrott. Dann machen wir den noch kaputt hier. Ach so, ihr seid noch gar nicht dabei. Dann würde ich mal sagen, nach dem Intro schauen wir weiter, ob ich die alle besiegen kann, ne? Bis gleich. So, ich bin immer noch am Ballern. Der ist kaputt, glaube ich. Also der ist jetzt hier direkt vor meiner Nase geflogen, oder was? Machen wir den gerade kaputt, wenn es denn klappt. Oh, ich glaube, wir müssen gerade weg. Wenn es denn noch reicht. Sieht gerade nicht so dolle aus mit unserem Schiff. Ja. Aber es ist Kampf im Sektor, das heißt, ich kann auch gar nicht hier raus, oder? Ich kann nicht reparieren, sagen wir so, das ist jetzt ausgehört.
Hier 10 Sekunden. Wenn ich 10 Sekunden schaffe, dann wäre okay alles dann. Aber ich glaube, der sagt mir jetzt als nächstes, dass ich hier in einem Sektor bin und nicht reparieren kann. Und da kommt noch einer nach, ne? Und das ging nicht. Okay, das bedeutet, wir müssen gerade einmal hier rausspringen. Und jetzt sind wir schon wieder im Kreuzfeuer. Ich hoffe, wir kommen da weg. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, unsere Batterie ist kaputt. Das sieht gerade nicht gut aus. Der Akku lädt nicht. Was sagt er denn hier? Schiff ist stark beschädigt. Also wenn ihr mir das nicht gesagt hättet, hätte ich das nie erwartet. Okay, das ist noch mehr kaputt gegangen jetzt und dadurch komme ich hier auch gar nicht mehr weg. Komme ich noch in den Baumodus und kann hier schnell was bauen. Ich hätte gerne hier sowas. Ne, bauen kann man gerade auch nicht. Doch, eine Waffe anbringen konnte ich. Bergbaugeschützturm, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, ne? Ach, die Waffen sind auch alle abgeschossen. Sieht gerade so aus, als ob wir dieses Schiff 0, nix verlieren. Und das brauchen wir auch gar nicht weiter jetzt machen. Der ist hin, würde ich sagen. Ich komme hier sowieso nicht weg gerade. Da sind jetzt nur noch zwei Balken da unten. Steuern ist jetzt auch fast nicht mehr. Schießen kann ich nicht mehr. Das heißt, ich habe keine Chance, den da irgendwie zu flüchten. Das Schiff ist leider kaputt. Eins ist hinter mir her, die anderen sind nicht unaufhaltbar da. Vielleicht verlieren wir sogar unsere Spritquelle dann. Und damit ist das hin. Was muss ich drücken, damit ich das wiederkriege? Enter oder was war das? Kommt gar nicht die Information. Naja, aber die Basis ist ja riesengroß, ne? 15 Rohöl erhalten. Wir sind immer noch am Fördern. Da unten ist noch einer dran hängt, der mich aber auch nicht verteidigt oder so, ne? Das ist schlecht. Gut, dann sind wir hier raus erstmal. Wir müssen jetzt gucken, wo wir ein Schiff haben in der Nähe. Und wirklich keins. Das bedeutet, was macht er jetzt hier? Meiner 1, der meint, der ist der nächste, den wir hier haben. Was haben wir denn hier? Waffenhändler. Ressourcen, Weizen. Ausrüstungsdock, Schiffswerft. Wo sind wir denn jetzt mit unterwegs hier eigentlich? Bin ich denn in einer Drohne drin jetzt gerade? Ne, ich bin in der Station, oder? Ja. Und niemand tut dir was. Bauen geht. Was ist das für ein Block? Now need. Waffen. Kann ich die da hinbauen? Sieht so aus. War das jetzt eine Waffe zum Superverteidigungslaser? Na super. Schadenstyp, Antimaterie, Reichweite. So einen brauchen wir eher. So, jetzt würde mich nur interessieren, ob der da was macht, der Laser. Ja, die sind natürlich an der Stelle, wo ich es nicht treffen kann wahrscheinlich, ne? Mach den da mal weg. Und ich hoffe, der ist das noch, ne? Wir essen das jetzt hier.
Warte, da hatte ich doch noch einen draufgesetzt hier unten, ne? Mach die mal weg. So, jetzt gucken wir mal gerade hier. Titan. Now nicht. Okay, der hat nicht genug Slots frei. Das heißt, raus aus dem Baumodus und gucken, ob er jetzt schießt. Wieso schießt der jetzt nicht? Was sind das für ein Ding jetzt hier? Distanzbolter, bewaffnet, Kanonierer. Habe ich nicht genug Kanonierer oder was? Reichweite 9,98. Das ist auf 590. Geht das denn nicht oder was? Schadenstyp physisch. Schmeiß den mal runter. Wen hat man jetzt hier mit Naonit? Den hier. Entfernen. Nee. B. Ach, der schießt nicht automatisch. Muss ich auch einstellen, ne? Das ist das. Kann er auch gar nicht vielleicht, oder? Hier müsste ich jetzt Automatikwaffen kaufen. Ja, mit so einer Station kämpfen ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ne? Oh, weggesprungen ist er. Waren wir so gut, oder was? Da hinten sind noch welche. Aber die sind wahrscheinlich zu weit weg, die kann ich nicht. Ja, unsere Station ist halt nicht angekratzt, ne? So wie das unten aussieht, oder? Und den da können wir dem helfen, eigentlich nicht, weil wir hier kein Flugzeug haben. Das ist ein Güterschiff. Der wird sich selbst zu helfen wissen, oder? Ja, da kommen wir leider nicht hin von der Reichweite. Okay, aber das lassen wir erstmal soweit so gut sein. Wir müssen weiter vorne gucken, was da noch so geht. Hier sind ja unsere Schiffe, die weitergesprungen sind, zum Beispiel dieses hier. Und die sind jetzt hier bereit für die nächsten Untaten wahrscheinlich, ne? Okay. Aber da ist wieder so ein Riss da, ey. Aber vielleicht können wir das ja so machen. Und wo wollten wir hin? Ich glaube, hier wollten wir mal hin, ne? Außenposten des Widerstands. Die nehmen wir alle mit. Und sie sollen auch schnell dahin fliegen und starten mal. Und da ist auch eine Schiffswerft, das ist schon mal gut. Da fliegen wir hin. Und wo waren die anderen? Sind die auch schon weiter geflogen? Ich hatte noch welche auf die Reise geschickt. Ich glaube, die sind hier, ne? Ne, das ist die Ölquelle. Die fliegen da schon hin. Wo sind denn die anderen? Hm. Vielleicht habe ich doch keinen mehr losgeschickt. Kann sein. Weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt immer noch hier Knallerei, ne? Okay. Da sitzt einer. Ist nur noch einer jetzt hier drin? Sieht so aus. Kann ich auf der Seite irgendwie was... Glaube nicht, ne? Das ist die einzige Seite, wo ich nichts montieren kann.
Und doch, das könnte. Nee, reicht nicht. Nee, da komme ich nie hin. Da komme ich nicht hin. Von hier könnte es vielleicht klappen. Müssen wir noch mal umbauen. Langzeit-Duo-Raketenwerfer ist das. Den entfernen wir mal da. Langzeit-Duo-Raketenwerfer und machen den mal dahin. Gehen aus dem Baumodus raus. Und ich hoffe. Nee. Der sitzt jetzt tatsächlich an der falschen Stelle, oder? Rein theoretisch. Meines Erachtens müsste ich den auch treffen können. Schießt da einer oder ist der? Ne, da schießt tatsächlich einer. Da ist was zum Schießen. Aber da ist auch noch einer. Kriege ich den geschossen? Ne. Oh, jetzt habe ich ihn sogar getroffen. Aber jetzt haut er auch gleich ab, pass auf. Kaputt ist er. Den haben wir erwischt, aber da komme ich nicht hin. Da passt was nicht. Wie kriege ich den ins Reichweite jetzt? Aber wo ist denn, wie stark ist denn der? Nee, das ist schwieriges Ziel. Wo ist er denn jetzt da? Mal im Baumodus gehen. Da entfernen. Nochmal rausnehmen. Kann ich den, aber so kann ich den leider nicht anbringen, ne? Da geht nicht. Mit dem Würfel funktioniert es, glaube ich, auch nicht, ne? Also funktioniert schon, aber ich glaube, ich kriege ihn da nicht geschossen. Also er wird getroffen, ne? Aber minimal. Und den ich jetzt hingebaut habe, der bringt mir gar nichts, glaube ich. Ja, der ist versteckt da. Den kriege ich leider nicht dahin. Ja. Aber der geht mit der Zeit ja kaputt, wie man sieht. Ich glaube, dessen Balken hier wird immer weniger, ne? Kann das sein? Auch wenn es immer nur 1, 1, 1, 1 darunter geht und mal 2, 2, ne? Aber trotzdem geht der kaputt. Was haben wir denn hier oben noch für eine Nachricht? Einer der Schiffe hat, okay, Ertrag reinholen kann man, klar. Die sind alle zerstört. Und. Oh, haben wir schöne Sachen gekriegt. Eine Top-Flak, außergewöhnlich. Ja, Abwracker auch ungewöhnlich. Sehr gut. Die haben Chlor, die Ladies da. Und der. Ne, von der Liste will ich das nicht nehmen. Auf der Ze Karte zeigen geht nicht mehr. Oh, jetzt bewegt er sich. Habe ich dann die Chance, den zu treffen?
Ich glaube, ich habe ihn gleich. Ja. Jetzt herrscht Ruhe im Sektor, kann das sein? Sieht so aus. Keine Feinde mehr da. B. Reparieren brauche ich nix. Und ich kann hier auch fortschrittliche Blöcke bauen. Okay. Alles gut. Aber ich würde sagen, da haben wir jetzt mal gerade so ein tolles Ding gehabt, wo wir gar nicht viel schaffen konnten. Auf der Karte sehen wir zwar hier, dass es hier weitergehen kann, aber leider nicht so wirklich. Obwohl, die waren doch jetzt schon angekommen, ne? Oder? Da wollte ich auch hin. Ja, dann gucken wir mal in der nächsten Folge da weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch gerne überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.